Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Wir haben beim letzten Mal sind wir in die Origami-Gärten reingestartet und es sind andere wilde Dinge passiert. Checkt auf jeden Fall die letzte Folge ab. Und heute sind wir direkt wieder hier beim Gamble Master 9000 und ziehen uns das nächste Ei raus. Ein rotes, das heißt, es ist schon mal ein bisschen seltener, glaube ich, als die grünen. Sieht zumindest so im Verhältnis aus. Und was bekommen wir? Das will ich natürlich direkt wissen. Wir bekommen ein Blumenbeet. Jetzt können wir uns wie die Shy Guys in der letzten Folge tarnen. Das ist ja auch was. Sehen wir nicht wunderschön aus, Guys? Ich bin immer noch sehr zufrieden damit, wie wir aussehen. Es ist wirklich unfassbar. Und wir kommen jetzt zum nächsten Level. Und zwar Monty Maulwurf Marathon. Und zwar ein Match. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist eigentlich Englisch für Streichholz. Ich glaube, das ist damit hier nicht gemeint. Mal gucken. Let's rein da. Hashtag Let's rein da in die Kommentare, Guys. Direkt. Wenn ihr von By The Way nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abonnement da. Ist das Beste, was ihr tun könnt. Monty Maulwurf Marathon Match. Besiege viele Monty Maulwürfe. Oh, okay. Aber die Musik ist... Die Musik ballert. Ich will die Coins. Monty ist in Zweitrang, habe ich mir sagen lassen. Wichtig, wichtig. Der wird gemlammt. Was gibt's hier? Nur Leben, okay. 1, 2, 3. Hier rüber. Zack. Ich wusste nicht, dass wir die hier auch noch sammeln müssen, die Blumen. Oh, das ist unfair. Okay, da kriegen wir immer das Schlechteste raus meistens. Nee, tatsächlich diesmal nicht. Ich muss ein bisschen links gucken. Oh, unten. Den Monty treffen wir nicht. Bitte. Let's go. Das war nicht so smart. Ja, ich kann jetzt nichts werfen nach hinten. Eigentlich, was ich vermeiden wollte. Mlam. Mlam. Hoch. Hoch. Okay. Nein, ich wollte mlammen. Okay. Das wird mega hardcore, das sage ich euch jetzt schon. Okay. Haben wir? Wichtig. Wichtig. Bro, was passiert? Okay, die werden einfach mal eingesammelt. Da hinten ist ein Geschenk. Wir tryen. Wir haben es sogar geschafft, okay. Wie komme ich nach da unten? Woher soll ich den sehen? Ich habe die alle gemlammt. Das ist Heilung. Okay, wichtig. Ground pounden. Eine Coin, egal. Komplett daneben. Nein! Trifft den Hans doch jetzt. Da ist ein großer. Der braucht halt 2 Treffer oder so. Ja. Haben wir. Nein! Der ging daneben. Gar nicht gut. Da unten wäre eine Blume gewesen. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir lämmen dich. Ich treffe den. Let's go. Ist es wichtig? Heilung brauche ich nicht. Aber hier können wir jetzt wieder ein paar lämmen. Okay. Hier unten durch. Der mit den 10 Coins, wichtig. Okay. Der mit der 1 Coin. Oh, das war sogar eine rote. Lol, hier gibt's auch rote Coins. Woher soll ich das denn wissen? Heavily wichtig, 3 Eier zu holen. Vor allen Dingen für diese wunderbar netten Kollegen hier. Okay, wichtig. Bitte. Oh, wir müssen weiter, wir müssen laufen. Bam. Wie viel brauchen wir eigentlich, um zu gewinnen? Hallo? Ich bin mir sicher, für den ultra krassesten Rang brauchen wir halt alle. Oh Gott. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, Guys. Haben wir gut abgeschnitten oder nicht? Wir haben auf jeden Fall die 100 Coins, was bedeutet, eine Blume haben wir schon mal safe. Das ist
reicht mir eigentlich schon. 75. Oh, oh. Einfach den krassesten Rang geholt, Guys. Dafür jetzt direkt mal ein Like da lassen. Da freue ich mich. Das ist wunderschön. Ja, gut, dass wir nicht alle Alcoins haben. War vorab zu sehen. Ey, come on. Okay, okay. Ey, aber es läuft gut tatsächlich. Und dann steppen wir direkt weiter nach rechts oder nach unten. Ja, nach unten, komm. Märchenbuchland. Boah, das klingt schon sick. Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Grinseblumen. Die kannst du haben, auch wenn du sehr, sehr teuer bist. Werter Herr Kollege. 15 sind gar nicht so wenig, wie ich dachte. Danke, es geht mir schon viel besser. Ja, dann bitte beiseite. Okay, das sieht weird aus. Märchenbuchland, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Es sieht cursed aus, okay? Wir kommen jetzt aber in die Flausche Mobile. Wurde das nicht übersetzt? Flausche Mobile? Ist das richtig? Vielleicht bin ich einfach wieder lost. Wundervoll. Mlam. Mlam, 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 mlam. Mlam, mlam, mlam. Das ist Yoshi's Woolly World. Oder nicht? Dieses Feature mit dem Schieben gibt es doch auch in Yoshi's Woolly World. Ich kenne Yoshi's Woolly World wirklich nur so 5 Sekunden oder so. Ich glaube, ich habe die erste Welt durchgespielt oder so. Deswegen kann auch sein, dass das hier eine Lie ist. Okay, hier fahren Dinge hoch und runter. Oh, guten Tag. Da gibt es Coins. Für können wir rennen in dem Spiel eigentlich? Nee. Oh, da kommt einer runter. Ein Pinker. Mlam. Jump and run. Hier strategisches Hochfahren. Über die Pflanze drüber. Zack, zack. Ring H. Das war komplett daneben eigentlich. Aber ist okay. Mlam. Kann ich da unten durch? Ja, das sah schon zass aus, nicht? Dahinter ist was. Das müssen wir irgendwie runterschieben. Oh ja, Leben tatsächlich wichtig. Ich habe nämlich vergessen. Wer bist du denn? Oh, das sind Red Coins dabei. Oh Gott. Dann aber schnell jetzt. Yoshi Coin. Oh, okay, das war todesknapp. Ich weiß nicht warum, aber das gibt mir Yoshi's Woolly World Vibes. Auch wenn das halt hier trotzdem alles irgendwie crafted aussieht, nicht? Oh, wichtig, wichtig. Bitte sei die Erste. Als hätte ich das Game studiert damals, als ich 5 Jahre alt war, da habe ich damals 18 Semester lang dieses Game studiert. Und seht, was bei rausgekommen ist. Man kann die zerstampfen. Ja, ein paar Leben nehmen wir natürlich mit. Unser wunderbares Auto wird natürlich nicht aufgefüllt, weil ich das leider vergessen habe. Du, da hinten siehst ein bisschen zass aus, werter Herr Freund. Vielen Dank für deine Coin. Das hier sieht auch zass aus. Da ist sogar wirklich was. 1, 2 Coins. Aber keine rote. Okay, das hier können wir wieder schieben. Yes. Das hat mir gar nichts gebracht. Richtig? Richtig. Let's go. Hier kriegen wir wieder ein paar Eggs raus. Hey, okay. Oh, oh. Ah. Einfach den Todesglitch des Jahrtausends. Blam. Hab ich überlebt. Bin ja schließlich auch eins Profi, nicht? Hier kann man einfach rein. Richtig und richtig. Und hier kann man hochspringen. Warum kann man hier hoch wieder? Fragen über Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Herren. Meine Damen und Herren. Ganz genau. Pff. Deutsch kickt schon wieder. So. Da unten sehe ich eine Zeit-Challenge. Blaue Blinzen. Es sind die blauen Blinzen, Guys. Aber gar kein Problem für den einzig wahren blauen Blinzen King.
Ja. Bisher sieht es gut aus. Da ist ein Präsent. Mit ein paar Coins drin. Warum nicht Coins zum Frühstück? Ihr wisst Bescheid. Ey, es muss irgendwann wird es ein Merchandise-Artikel geben. Ich sehe da so ein Tanktop, auf dem steht, im Gym so irgendwie, dann habt ihr das dann so, ihr vor allen Dingen, hab ich das dann anders, steht dann drauf so, Münzen zum Frühstück. So ein bisschen so proteinmäßig, ganz genau, weil ich hab gelammt. Ich hab ganz eindeutig gelammt. Das kann, mein B-Knopf kann das bezeugen. Okay, Entschuldigung, dass ich einfach falsch mache alles. Guck mal nach da unten, ja wirklich. Down, Lemon und die Coins. Oh, das Level scheint lang zu sein. Wir haben relativ wenig Red Coins. Lem. Bam. 10er Münze, warum nicht? Also das hier ist schon auffällig. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen Secret. Das finde ich cool. Oh ja. Jawollo, endlich mal wieder was Sinnvolles im Leben erreicht. Here we go, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir gehen direkt weiter, meine Herren. Entschuldigung. Ich bin gestorben. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Lol. So. Ich bin jetzt auch gerade dieses Stück da hochgelaufen. Da gab es gar nichts Spannendes mehr. Ihr habt nichts verpasst. Doch, ich habe unterwegs noch ein paar Red Coins tatsächlich gefunden. Was unerwartet war. Oh, oh, und hier sind auch Red Coins scheinbar. Dann nehmen wir die doch gerade mal mit. Und hier immer nach rechts gucken, damit wir die lemmen können, wenn sie auf uns zukommen. So. Immer erst links gucken. Oh Gott. Ah, ganz genau. Bitte. Boah, ey, wenn wir in diesem Level alle bekommen, das wäre krass. Vielleicht bekommen wir nicht alle für die Red Coins und für die Dings und sowas. Es geht doch nur darum, oder? Ja. Das heißt, wir haben alle nicht. Let's go, Guys, das ist krass. Oh ja, Leben. Habe ich tatsächlich nötig. Es war vorher schon wieder knapp, aber dann gab es einen Checkpoint. Oh Gott. Oh Gott. Also diese komischen fliegenden Torpedos, die gibt es auch in Yoshi's New Island. Die sind grauenhaft. Ziel, 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 Lauf, Lauf. Let's go. Wunderbar. Da haben wir heute wieder, also da haben wir wieder krass, krass rausgeholt hier in dem Level. Vielleicht gestorben einmal, aber wir haben alle Blumencoins, Grinseblumen bekommen. Und einfach ein bisschen mehr als 100 Coins. Let's go. Ja, okay, da fehlen uns welche. Ey, aber da mit dem Level bin ich mehr als zufrieden, was wir an Stuff bekommen haben. Das ist auf jeden Fall krass, nicht? Kann man machen. Kann man auch mal machen. Kann man auch mal gut sein in dem Game. Und jetzt kommen wir zum Schnuffel-Schlaraffenland. Klingt super schön, das Schlaraffenland. Falls ihr das nicht kennt, das ist so ein Land, da ist alles wunderschön, da ist alles perfekt. Das ist die Perfektion in Landform, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Märchen. Ey, keine Ahnung, würde aber Sinn machen, weil wir hier in dem Märchenabteil des Spiels sind. Ja, eben sag ich doch, alles ist perfekt hier. Alles aus Zucker und süß und so. Oder war das alles nur auf Essen bezogen mit dem Leckeren? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mich... Ich will gar nicht shamen. Aber die sehen so cool aus. Und ist das Gift? Bring, ha. Einfach hier mal Domino. Oh nein, ich habe das D-Wort gesagt. Jetzt haben Leute Hunger auf Pizza. Das ist gar nicht gut. Ich will nach da links unten. Weil ich habe den Eingang gesehen. Was? Oh, man kann sich ducken in dem Game. Blem dich. Oh Gott. Oh, da hätten wir noch hoch können. Die sicken ab, das sah schon sehr verdächtig aus. Wer daher, könnten sie nochmal throwen. Vielen lieben Dank auch. So.
Oh, oh, das sind die krassen. Bitte! Ha! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Bam, 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 bam. Oh, es ist Pucci. Oder Schnuffel. Oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ihr könnt ihn auch Bello nennen. Bello ist so der Hundename schlechthin, nicht? Blam. Blam. Dü-lü-dü. Oh, du vergab was? Schnuffel Main Character. Schnuffel ist der durch Gift gehende Boss. Bitte nicht treffen. Okay, Mr. Meister Schnuffel. Na, nach rechts, nach rechts. Wundervoll. Oh, ich wusste nicht, dass der springt. Ich dachte, der bleibt jetzt da unten. Oh, hier gehst du schon. Okay, schönen Tag noch, Schnuffel. Schnuffel, Main Character. Schnuffel, so ein guter Charakter. Hier sieht's sass aus. Ich riech das schon. Ich bin schon so Giyoshi, dass ich mich jetzt schon auskenne mit sowas. Da müsste noch einer kommen. Jetzt sollten es alle gewesen sein, oder? Ja. Auch wenn das hier sehr sass aussieht. Aber da können wir nichts machen. Okay. Doch, da können wir was machen, nämlich von unten. Okay. Oh, 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 oh mein Gott. Okay. Entschuldigung, dass ich an Ihnen gezweifelt habe, werter Herr Yoshi. Wie soll ich nach da unten ballern? Ich habe ein Eck. Ich habe keine Eggs mehr. Ich sehe es doch. Nein, wie kann man nur so dumm sein? Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren. War das nicht krass? War das nicht krass? Ich muss die jetzt alle essen, leider. Weil ihr gebt mir Eier und die brauche ich tatsächlich. Euch kann ich hingegen nicht essen, das habe ich schon gelernt. Yes. das war todesknapp. Bam. Oh. Muss ich, da oben ist wieder was zum Randen. Ja, ja, okay. Das war oben. Ich möchte nochmal zurück. Der smarte Geist. Genau so. Weil da oben... Da war aber auch was. Ja. Nur Coins? Boah, 2x20, das haben wir noch nie geschafft, Guys. Heute ist die Folge der schönen Dinge. Es macht Spaß, es macht Bock, es ist wunderschön. Da oben wäre auch was gewesen. Wir hätten noch da hochgekostet. Ist der Dreier noch da? Ja, aber mit dem kommen wir da doch nicht hoch, oder? Ah, so knapp. Nanometer höher. Außer ist da drüben vielleicht höher? Nee. Meine Idee ist jetzt halt... Komm! Let's go! Das ist kein Cheaten, Guys. Das ist kein Cheaten. Das hat es auch gar nichts gebracht, außer eine Red Coin. Aber es ist ja okay. So. Ja, ist Hass. Oh, lol. Werfen Sie bitte. Vielen liebsten Dank. Werter Herr Shy Guy. Könnte aber auch der Weihnachtsmann sein, wegen dem Bart und so, versteht ihr? Sieht aus wie ein Bart, die Maske. Dann kommt Pucci wieder. Den hätte ich nicht abwerfen brauchen. Und Pucci vielleicht auch nicht. Pucci, ich gehe erst bei dir links gucken. Vielleicht hast du was Cooles für mich. Vielleicht aber auch nicht. Okay, Mr. Pucci. Sind Sie ready? Rein da. Vollgas. Hui. Pucci, müssen wir kurz pausieren. Mr. Pucci. Mr. Pucci. Dann halt nicht.
Wie soll ich da hochkommen? Da hätte Pucci ja springen müssen, aber der springt ja nur an Kanten. Kein Plan. Ach ja, der macht die ja kaputt. Was ich sass finde, kann man da oben drauf? Ich bin der Meister der sassigen Dinge. Trau Pucci überhaupt nicht. Boah, hier laggt es auch. Pucci, wir gehen backwards. Weil wir müssen da actually die Blume holen. Let's go. Wir haben eine verpasst, dachte ich mir. Achso, ja. Dankeschön. Boah, alle kaputt. Es gibt keine Coins. Weiß ich nicht. Da hätte ich mir jetzt noch Coins gewünscht. So 100.000, klar. Das würde die einige Blume, Grinseblume, ein bisschen unnötig erscheinen lassen. Aber es wäre cool gewesen. Haben wir 100? Ich glaube, wir haben weit über 100. So wie ich mein Skill kenne, 300. Einfach letzt. Und dabei haben wir, glaube ich, nur 11 oder 12. 13, ja. Nicht alle, schade. Wir haben aber wieder die 40 Blumen von ganz, ganz am Anfang. Von letzter Folge, glaube ich, sogar noch. Ich weiß nicht. Ich nehme gerade 2 Folgen am Stück auf, weil ich bin die nächsten 2 Tage tatsächlich auf Klassenfahrt. Aber davon werdet ihr nichts mitbekommen, weil wenn das Video kommt, bin ich schon längst zurück. Ich bin Montag, Dienstag auf Klassenfahrt. Und wenn ich richtig mich entsinne, kommt dieses Video entweder Freitag oder Sonntag. Mal schauen. So, Eilen mit Seilen. Das klingt skurril. Das schauen wir uns an. Eilen mit Seilen. Die Seile machen mir ein bisschen Angst, aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Perfekt. Sehe ich dumm aus. Bitte screenshotten. Das ist euer neuer Hintergrund. Oder macht das als euer WhatsApp-Profilbild. Ja? Oh, 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 okay. Ich weiß, auf was das hinausläuft. Und das wird wahnsinnig Spaß. Hier können wir wieder durchsneaken. Vielen Dank für gar nichts. Let's go, jetzt aber hoch. Hoch. Jetzt. Wunderbar, ich muss kurz... Okay. Oh. Kann ich dich essen? Nein. Aber hier gibt es unendlich Coins. Wir werden in dem Level auf jeden Fall mindestens einmal sterben. Ich predikte. Vielleicht aber auch nicht. Wir kriegen hier ein bisschen Heilung. Nickt viel, aber ein bisschen. Hui, hui. Bitte. Ach, Bro. Was ist das denn? Ja, und jetzt fliegt der bis Bogota nach oben, hä? Nee, das ist lost. Muss ich überhaupt nach da... Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin muss oder ob das nur Bonus-Content ist. Weil unten ging es auch noch nach rechts. Das ist nur Bonus-Content. Nee, das ist nicht nur Bonus-Content. Bam. Es sind blaue Blinzen. Die können wir ja eigentlich ganz gut. Ganz genau, weil das ist ja mein Studienfach gewesen. Natürlich haben wir irgendwas ach, Mann. Hallo, lenk doch. Irgendwas Skurriles passiert, Guys. Hier, was ist das? Ich drücke ich gehe gleich. Dankeschön für gar nichts. Ach, guck mal, es funktioniert so, okay. Ein Treffer wäre tot gewesen. Uff. Da hätte man nochmal nach links können, ich hab's gesehen. Bitte fragt mich nicht wie. Sehe ich aus, als hätte ich Ahnung. Das sieht sass aus hier. Hier ist gar nichts. Ja. Aber ich bin ein bisschen mad tatsächlich. Das geht? Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird is the bird. Das ist nicht sass? Na, das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht sass ist. Okay. Ey, ich versuche weiterhin motiviert zu bleiben.
Aber das war schon scammy gerade, der Anfang hier. So. Was? Oh, come on, bitte, warum denn? Okay, wir gehen mal nach rechts. Okay, hier sind Sassy-Dinge. Oh, einfach leben, wie krass ist das denn? Okay. Das ist aber schön. Ich habe das Gefühl, dass wir nach links müssen. Nee, wir müssen nach rechts, okay. Dann ist gut, dass wir zuerst links gegangen sind. Wir müssen gleich nach rechts, wir müssen... Alles... La. So. Hier wären wir. Wundervoll. Das ist der nächste Checkpoint, richtig? Ich denke schon. Oh, da ist wieder ein Bird. Denn Bird is the word. Hier müssen wir Stampfattacke machen. Wie mache ich eine Stampfattacke? Ah, Schultertaste. Weil wenn ich nach unten drücke, so wie normalerweise, laufe ich halt dreidimensional nach hinten. Weil, macht ja Sinn. Zack, zack. Lecker, schmeckotastisch. Hier kann man hoch, aber hier kann man auch genauso gut unten lang. Nee, kann man nicht. Hui. Oh. Der war mies. Aber den habe ich entdeckt, deswegen alles gut. Bin ich zufrieden mit. Zack, zack, zack. Bird is the word. What? Scam. Tschüss, Birdie. Oh, satisfying as hell. Dass da der Emulator nicht gecrashed ist, ein Wunder. Was hat mir das zweite jetzt eigentlich gebracht? Ich hasse diese Viecher. Aber ich liebe diese Blumen hier. Ja, wir haben 100 Sachen verpasst, natürlich. Hui! Oh, oh, oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. By the way, vorher, als wir da dieses Weird, wo man da so halb zurückspringen musste, das habe ich vorher tatsächlich noch probiert und sogar geschafft. Da war einfach nur eine Blume auf dem Weg. Das war nichts weiter Besonderes. Da haben wir das Ziel auch erreicht. Boah, eine Tortur, dieses Level. Ganz schön anstrengend. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das war trotzdem cool. Die 100 Coins haben wir bei weitem überschritten. Oh, nicht so viel, wie ich dachte. Aber nun gut. Ja, das war eher ein schwächeres Level, sag ich ja. Zufrieden bin ich trotzdem. 3000 Coins haben wir schon insgesamt, Guys. Es ist wunderbar. So. Und dann werden wir beim nächsten Mal wieder ganz klar ein paar Gewinne ziehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Bis beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ciao. Cringe.